Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unserer Camilla, die immer noch auf ihrer Liege liegt. Diese Liege hat sicherlich einen korrekten Namen, den ich leider nicht weiß. Aber während sie sich da etwas entspannen kann, nutzen wir die Zeit und kümmern uns hier um die Zuweisung der Fertigkeitspunkte. Fangen bei ihr auch an und bei ihr habe ich mich hier entschieden für Rednerin. Das heißt, wenn sie einen Charakter inspiriert, das heißt, wenn er seinen Aktionspunkt zurückbekommt, dann wird auch die Abklingzeit zurückgesetzt. Und das würde ich jetzt so interpretieren, dass dann tatsächlich zum Beispiel ein Angriff, der schon getätigt worden ist, das hat ja normalerweise immer so eine Abklingzeit von einer Runde oder so, dass der dann direkt wieder zur Verfügung steht. Also auch tatsächlich dann im Zweifel, wenn man einen sehr starken Angriff schon eingesetzt hat, dieser auch nochmal wieder verwendet werden kann. Das finde ich ganz gut. Hier für unsere Camilla, das werden wir mal auswählen. Bei Ceso würde ich mich jetzt ganz gerne so ein bisschen auf den Bereich Veteran hier spezialisieren und da finde ich entsprechend die Kopfnuss ganz interessant, ganz gut, hat etwas Wuchtschaden, setzt die Bewegung auf 0, das ist ein bisschen der Nachteil, fügt aber beim Ziel auch Geschwächt zu, das heißt, der hat dann weniger Schaden und wirkt auch betäubend. Beziehungsweise, wenn es schon geschwächt oder gepiesackt ist, wird es stattdessen betäubt, was dann noch besser ist, weil dann kann es keine Aktion mehr ausführen. Finde ich aber, falls man irgendwo nah dran ist an einem Gegner und nochmal irgendwie den vielleicht einen letzten Stoß geben muss oder so, eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier auch Rambock und Haltetstand noch wieder mit freigeschaltet. Bei Sinnoros werden wir hier beim Feldheiler weitergehen und hier habe ich mich entschieden für so gut wie neu. Das heißt, wenn er hier heilt, also ein Statuseffekt entfernt, und das macht er ja durchaus immer wieder, dann heilt er jetzt auch 25% Gesundheit. Das finde ich ist eine ganz gute ergänzende passive Fähigkeit. Das werden wir hier auswählen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Julia. Und hier habe ich mich entschieden, nochmal auf das Kontern zu gehen. Den Gegner ein Feld wegtreten oder ein Feld von sich wegschieben, ist ja durchaus gut, weil sie als Fernschützin ja immer, wenn sie an einem Gegner dran steht und dann ein Pfeil abschießt, einen Gelegenheitsangriff auslöst und mit hoher Stufe verursacht das hier doppelten Schaden. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Also ist da nochmal eine Nummer stärker und damit haben wir schon alles zugeteilt. Okay, dann, liebe Camilla, steh mal auf. Huch, das ging jetzt schnell. Wir schauen jetzt mal auf die Questen, welche wir zu tun haben. Wir haben uns in der letzten Folge schon angeschaut und ich denke, unsere Camilla ist aber eine verantwortungsbewusste Person und wir werden uns jetzt zuallererst um die Einnahmen und um die Weingüter kümmern. Offenbar haben die Weingüter eurer Familie dieses Jahr einen besonders hervorragenden Wein hervorgebracht. Ihr könntet einen solchen Jahrgang für deutlich mehr als üblich verkaufen, wenn ihr einen Käufer finden könntet. Diese Quest wollen wir verfolgen und dann haben wir schon gesehen, dass wir wahrscheinlich in unserer Villa nichts weiter tun können. Das heißt, wir werden jetzt den Weg wieder nach draußen Einen schönen Tag finden. noch. Ja, ebenso. Sei auch Es ist dir so gut, gewünscht. euch wohlbehalten zurückzuhaben. Ja, wir freuen uns auch endlich wieder zu Hause zu sein. So, wen haben wir hier noch? Ist das unsere Schwester oder wer ist das? Huch. Ach, der Nera ist das. So kann sie auch ausschauen. Wie ist es so? Bei Juno, was tragt ihr denn da? Nein, das werden wir jetzt nicht ansprechen. Also im Zweifel kennt sie sich ja hier mit römischen Gepflogenheiten nicht aus. Wir werden mal fragen, ob Rom so ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Teils ja, teils auch nicht. Ist eine große Stadt. Habe sowas noch nie gesehen. Und es gibt so viel zu tun, zu kaufen. So viele verschiedene Menschen. Das mag ich. Aber die Leute reden seltsam mit mir. Nicht, weil ich fremd bin, sondern weil ich eine Frau bin. Das gefällt mir nicht. Ja, das Schicksal teilen wir. Werdet ihr in meiner Villa bleiben? Das würde ich gern, wenn ihr erlaubt. Diese Villa ist fantastisch. So viele Statuen und teure Teppiche. Ich liebe euren Garten. So lebendig und grün. Und das Plätschern des Brunnens beruhigt mich.
Sehr gut, dann seid herzlich willkommen. Habt noch einen schönen Tag, Deianira. So, wo geht's raus? Ich bin so froh, die Selektoris los zu sein. Werdet ihr die Pferde füttern? Das werde ich. Gibt es etwas, was ich wissen sollte? Geht nicht hinter der grauen Stute. Vor ein paar Wochen hat sie einen Stalljungen getreten und ihn beinahe getötet. Ich werde vorsichtig sein. Auch eine interessante Information, die wir uns vielleicht merken können. Graue Stute. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Wo sollten wir denn hingehen? Campus Martius? Nein. Zum Senat auch nicht. Eigentlich auf den Markt. Ist das hiermit gemeint? Ich denke schon. Obwohl sich Rom auf 7 Hügeln erhebt, wirkt auch der Markt auf dem Hügel Campitolinus wie ein Zentrum des Verkehrs. Sehr schön, dann gehen wir zum Markt. Graue Stute also. Naja, so viel los ist aber nicht auf dem Markt. Gibt es jemanden, mit dem wir sprechen können? Kostenlose medizinische Beratung. Ich bin gut ausgebildet und sehr erfahren. Ein Chirurg, was kann er uns erzählen oder verkaufen? Salve, Legate. Seid ihr auf der Suche nach Medizin und Verbänden? Das ist interessant, wir tragen zivil und er spricht uns als Legate an. Nun gut. Ah, okay, aber wir können das fragen. Woher wisst ihr, dass ich ein Legatus bin? Die Welt mag groß sein, aber Rom ist immer noch kleiner, als ihr denkt. Die Leute reden und ihr seid ein wenig berühmt. Sagt mir, was ihr braucht, und ich werde euch alles liefern. Ihr versorgt Wunden und Verletzungen. Warum tut ihr das nicht auf dem Schlachtfeld? Jeder Heiler, den ich kenne, träumt davon, mit den Legionen in den Krieg zu ziehen. Aber Knochen brechen nicht nur in der Schlacht. Das Leben in Rom kann manchmal auch ein Schlachtfeld sein. Na gut. Was verkauft ihr denn? Ich habe ein wenig Leinentuch, das ich nicht dringend brauche. Wenn ihr selbst Verbände machen wollt, könnt ihr es kaufen. Diese Flasche könnte auch etwas für euch sein. Es ist ein Gebräu, das gegen viele verschiedene Gifte hilft. Ein Gebräu, das die Symptome von Giften schwächt. Ist Vergiftung ein verbreitetes Problem in Rom? Die Machenschaften der Senatoren können teilweise wirklich tragisch enden, ja. Das muss ich euch vermutlich nicht erzählen. 500 Denarii sind allerdings teuer. Vielleicht ja, später. Vielleicht. Bei Gegengift kann man es sich ja leider nicht leisten, es zu spät zu kaufen. Ja, ist ein guter Verkäufer. Wie sieht's mit Leinstoff Davon aus? Davon habe ich noch jede Menge. Wie viel braucht ihr? 150. Das ist aber auch kein Freundschaftspreis. Das ist schon die Hälfte unserer Vermögen. Wir kaufen erstmal 5 Leinen. Hab Dank. Hoffen wir, dass ihr sie nie brauchen werdet. Okay, das mit dem Gegengift ist vielleicht auch nicht falsch. Ich schau mal so ein bisschen rüber. Klar, hier müssen wir hin. Wird uns angezeigt. Ich würde mich trotzdem ganz gerne vorher ein wenig umsehen. Er macht mir gerade schon neue Schlösser. Mein Dominus hat mir befohlen, alle Schlösser ins... Ihr habt die Vögel geschickt, die auf meinen Stand scheißen. Seid ihr wahnsinnig? Ihr glaubt, ich könnte den Vögeln befehlen? Sie scheißen nur auf meine Kisten, nie auf eure. Was für einen Unterschied soll das machen? Eure Kisten sind doch schon voll von Scheiße. Okay. Die Schwierigkeiten, die alltäglichen Schwierigkeiten der Markthändler... Wen haben wir hier? Sextus. Ist das nicht unser Schmied? Ihr habt mich also wiedergefunden. Ah, nein, ich doch. Aber jetzt seid ihr ein Zivilist.
Nur ein weiterer Kunde in meiner Schmiede. Mein liebster mürrischer alter Eisenklopfer. Das sagt ihr sicher nur, weil ihr nie einen meiner Konkurrenten getroffen habt. Ich nehme an, ihr seid nicht auf der Suche nach Zimmermannswerkzeugen. Zimmermannswerkzeugen. Ich lasse so etwas meine Servi erledigen, aber ich werde sie anweisen, künftig all ihre Metallwerkzeuge hier zu kaufen. Das ist ein gutes Geschenk für einen bescheidenen Schmied. Für meine Dienste in eurer Legion nehme ich an. Ich bin euch sehr verbunden. Ich verrate euch was. Ich habe hier aber trotzdem etwas, das euch gefallen könnte. Mhm. Habt ihr je die Legende der Ancilia gehört? Die Schilde des Mars? Natürlich kenne ich die. Nun, es ist zufällig so, dass mir eine der Repliken in die Hände gefallen ist, die Numa Pompilius angefertigt hat. Ihr wollt mir eine Replik eines Schildes verkaufen? Oder vielleicht ist es auch das Original. Wer weiß. Aber seht es so. Selbst eine Replik ist ein kleines Vermögen wert, wenn sie alt und sagenumwoben ist. Auf jeden Fall ist es ein kunstvolles Artefakt einer vergangenen Zeit. Wenn es sich doch um das Original handeln sollte, ich glaube, die Legenden sagen vorher, dass Rom nur so lange Bestand haben wird, wie der Ancile erhalten bleibt. Dann solltet ihr gut darauf aufpassen, falls ihr es kauft. Warum arbeitet ihr selber an diesem Stand? Solltet ihr nicht einen Assistenten dafür haben, damit ihr mehr Zeit an der Schmiede verbringen könnt? Ich merke schon, ihr kennt euch mit dem Geschäft genauso gut aus wie mit dem Krieg. Ich habe eine Assistentin, meine Tochter. Mehr kann ich mir nicht leisten, aber heute ist sie bei ihrem Lehrer und lernt Geschichte oder Griechisch oder irgend so einen hochgeistigen Unsinn. Die Hoffnung dahinter ist, dass wenn der Lehrer ihren Kopf mit genug von diesem Gefasel füllt, sie vielleicht einen reichen Ehemann findet. Dann muss sie nie wieder mit meinen Töpfen und Pfannen hausieren gehen. Na gut, ja. Das Los der Tochter eines Schmieds. Ja, also diesen Schild können wir uns nicht leisten. Schauen wir mal. Müssen wir vielleicht mal demnächst mit den Weinhändlern sprechen, damit da ein bisschen Geld reinkommt. Ich schaue nochmal gerade, ich lasse den Blick nochmal schweifen. Hier können wir noch mit jemandem sprechen. Das scheint Weinhändler zu sein. Hier hält einer eine Rede. Was erzählt der so? Ich habe den besten, der edelste Wein aus den schönen Hügeln von Latium. Neues aus Griechenland. Nach dem Sieg über den Feind Roms, Mithridates Megas, kehrt die Armee von Lucius Licinius Lucullus nach Hause zurück. Dem siegreichen Imperator ist vom Senat ein Triumph gewährt worden. Er wird während der Kalenden des kommenden Monats stattfinden und alle Römer werden gebeten zu erscheinen. Mhm. Lucullus Triumph, nun gut. Hier ist das Symbol. Sprechen wir zuerst mit ihm. Quintus. Sonderangebot für Frau Ave. Was bringt euch heute ins Land des Weines? Wenn es Wein ist, den ihr sucht, dann seid ihr hier richtig. Meine Weine sind viel besser als die von Marcellus Vipsanius. Das Land des Weins? So nenne ich es. Dieser Teil des Marktes gehört dem Collegium Vinariorum. Wir sind ein Verband für alle Weinhändler Roms. Ich weiß, meine Familie hatte geschäftlich bereits mit euch zu tun. Ja, natürlich. Jetzt erkenne ich euch. Willkommen an meinem Stand. Wollt ihr etwas verkaufen? Was ist so besonders an Marcellus Vipsanius? Er stellt die Zufriedenheit seiner Kunden über die Moral und das Gesetz. Er lügt, er betrügt und er bedroht andere. Dadurch kommt er an die besten Jahrgänge. Stellt ihr hier alle Weine her? Einige von uns, ja. Aber viele kaufen auch nur von den Weingütern und verkaufen dann wieder hier auf dem Markt. Okay, also wir können doch auch schon mit ihm über das Thema sprechen. Ich habe hier Wein, den ich verkaufen will. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Das klingt interessant. Aber laut den Regeln muss ich die anderen Händler für eine Weinprobe dazu holen. Wir alle müssen die gleiche Gelegenheit bekommen. Na, dann kommt her und macht euch bereit für die beste Weinprobe eures Lebens. Aufregend!
Das ist herrlich. Exquisit. Der beste Wein, den ich das ganze Jahr probieren durfte. Wisst ihr, euer und mein Vater waren Geschäftspartner, aber ich glaube nicht, dass sie je etwas so Exzellentes hervorgebracht haben. Ich weiß ja nicht, Quintus. Er ist etwas hart im Abgang. Ich würde ihn nussig nennen. Trotzdem ein wirklich guter Wein. Den könnte ich noch auf Jahre verkaufen. Domina, würdet ihr einen 5-Jahres-Vertrag in Betracht ziehen? Ich bin bereit, dieses Jahr ein Fünftel eures Vorrats zu kaufen. Und ein weiteres Fünftel nächstes Jahr und so weiter. Für jede Lieferung kann ich euch 1000 Denari bieten. Das will ich nicht riskieren. Die Geschmäcker sind dem Wandel unterworfen und so ändert sich die Nachfrage. Ich kann euch jetzt 3500 Denari bezahlen. Ja, das ist weniger, als euch Cordius über 5 Jahre geben wird, aber ich will jetzt euren Jahresvorrat. Ich stimme zu, es ist ein guter Wein. Ich würde euren gesamten Vorrat jetzt sofort kaufen und euch 4000 Denari dafür bezahlen. Mehr als Quintus ausgeben will. Die Hälfte jetzt, der Rest bei Lieferung. Herr Quintus, warum sollte ich euer Angebot annehmen? Ich bin ein ehrlicher Händler, Legate. Mein Vater und euer Vater waren im Geschäft, bevor wir beide auf der Welt waren. Ich verkaufe euren Wein an die besten Kunden und bezahle im Voraus dafür. Cordius sagt mir, warum ich eine Ratenzahlung akzeptieren sollte. Wir haben beide etwas von dieser Abmachung. Ich zahle jetzt weniger, aber langfristig habt ihr mehr Profit. Und Vipsanius, euer Angebot ist großzügig, aber werdet ihr euch auch daran halten? Es ist gutes Geld. Mehr als Quintus zahlen würde. Und ihr bekommt alles, sobald die Lieferung vollständig ist. Im Gegenzug wird euer Wein in der besten Taverne in Rom verkauft. Es ist ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ja, es ist tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, unsere Camilla hat da einen Favoriten. Ich bin sicher, dass ihr die richtige Wahl getroffen habt und dass ihr wisst, was gut für euch ist. Ah, leider fehlt uns hier noch die Logik. Wir könnten uns hier noch an Cordius wenden. Das könnten wir dann noch ein bisschen in die Höhe treiben. Also er bringt uns in Summe 5000. Allerdings halt, naja, eben nur mit 1000 pro Jahr. Finde ich ehrlicherweise nicht so interessant. Der Vipsanius, ich weiß es nicht. Das ist halt viel jetzt auf einmal. Aber ich finde tatsächlich das mittlere Angebot von Quintus mit am interessantesten. Jetzt nicht zwingend wegen der Tradition der Väter, aber weil es das beste und ausgewogenste Angebot ist. Ich denke, das wird auch Camilla so bewerten. Habt Dank. Unsere Väter wären stolz. Lächerlich! Mit diesen Narren könnt ihr doch kein Geschäft machen. Denkt an meine Worte. Das werdet ihr bereuen. Ich gebe euch noch eine Gelegenheit, es euch anders zu überlegen. Nein, das werden wir nicht tun. Ich mag euren Ton nicht, Vipsanius. Jetzt geht mir aus den Augen, bevor ich meine Geduld verliere. Ihr habt euch da ein wirklich gutes Geschäft entgehen lassen. Habt Dank. Diese Entscheidung werdet ihr nicht bereuen. Meine Geschäftspartner werden die Bezahlung sofort zu eurer Villa bringen. Sehr schön. Kommen wir jetzt auch zurück zur Villa? Nein, zum Glück nicht. Wir können kurz auf Tabat schauen, der aufgestiegen ist. Was haben wir denn hier neu? Ach, die Leine, ne? Ja. So, hier hatten wir das Thema Pankration. Hört den Schaden für Waffen los um 100%. Ich glaube, das ist nicht schlecht, da rein zu investieren. Unsere Camilla hat da so ein Gefühl und ich denke, das passt ja vielleicht jetzt auch nicht schlecht in diese Geschichte, denn immerhin sind wir ohne Waffen jetzt hier nach Rom gereist und Tabat wird sich aber natürlich fit halten wollen und wird vielleicht jetzt diese Zeit nutzen, um seine Fähigkeiten im Faustkampf nochmal aufzufrischen und entsprechend wird er dort dann auch etwas fitter werden.
Ja, jetzt haben wir 3500 Denari, was immer noch nicht viel ist. Tatsächlich finde ich aber, sollten wir uns nicht diese... Eine große Auswahl an Weinen aus Griechenland und Afrika. Oder geht es nur mir so? Weine für jeden Geschmack. Es geht nicht nur euch so. Das Brot wird immer schlechter. Ich habe es auch bemerkt. Es ist immer gut, euch wieder in meinem Laden zu sehen. Was habt ihr gerade noch versucht, die Gespräche zu belauschen? Über das wir gesprochen haben. Ja, wir geben die jetzt auch aus, auch wenn es viel Geld ist. Wird es Zeit, dass Rom ein angemessener Preis, möchte ich sagen. Nun gut, deren Ziele sei eurer. Ich kann nicht garantieren, dass der Schild einst einem Gott gehört hat. Aber ihr habt mein Wort, dass er gut verarbeitet ist und euch gut dienen wird, falls ihr ihn im Kampf einsetzen wollt. Okay, Sextus, wir sehen uns. Dann lasst uns den doch mal anschauen. Schildstärke 7. Kann wer zum Beispiel tragen? Ja, Caesar zum Beispiel. Gladiatoren nicht. Caesar wäre tatsächlich der Einzige, der dieses Schild momentan nutzen könnte. Nun gut. Dann, das weiß ich gerade nicht. Moment, wir schauen noch mal kurz, wie viel Geld haben wir? 2000. Es ist zwar viel Geld, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Zweifel auch das Gegengift noch eine Rolle spielen kann. Und unsere Camilla, denke ich, möchte da bestmöglich sauberes vorbereitet Leinen sein. Für Salve, Legat. Ja, jetzt schreit nicht so. Willkommen zurück. Was kann ich für euch tun? Die Machenschaften der Senatoren können... Gut. Ihr solltet aber einen ausgebildeten Heiler zu Rate ziehen, wenn ihr es benutzt. Eine falsche Anwendung kann hässliche Folgen haben. Ja, wir haben ja Synros an unserer Seite. Hier ist das Gegengift. Nun gut, dann schauen wir mal auf unsere Quest, was wir jetzt als nächstes machen können. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit über Wein gesprochen. Und ich denke, da hat unsere Camilla wahrscheinlich einen gewissen Weindurst entwickeln, kann ich mir vorstellen. Wir werden hier uns jetzt mal mit Caesar treffen. Außerdem steht hier etwas von Markt. Möglicherweise ist das hier sogar ganz in der Nähe. Ja, sehr schön. Dann passt das doch umso besser. Hier in diesem berühmten Weinhaus. Und da sitzt auch schon der gute Caesar. Schaut mal hier oben. Das Schild mit diesen prächtigen Weintrauben hier oben. Sehr, sehr schön, ja. Oh. Hat eine gewisse rustikale Gemütlichkeit, will ich sagen. Oh, und hier ist aber eine Amphore kaputt gegangen. Hm. Wir schauen mal, was das Gespräch mit Caesar bringt. Ihr seid hier! Überrascht? Das sollte durch meinen Gesichtsausdruck doch klar sein. Aber ich hatte wirklich nicht erwartet, dass ihr gerade hier erscheinen würdet. Caesar spricht ein bisschen so, als hätte er schon zwei gute Becher Wein gehabt. Er scheint gern unangekündigt und unerwartet. Warum? Was stimmt mit diesem Ort nicht? Ich habe nur darauf gewartet, ein wenig Zeit allein mit euch verbringen zu können. Ist das so? Nein, ich glaube nicht. Warum? Was stimmt mit diesem Ort nicht? Er wird vor allem von Männern von niederem Stand besucht. Ich dachte nicht, dass eine Frau wie ihr Gefallen daran finden könnte. Frau, bringt einen neuen Krug! Mein Freund ist noch nüchtern. Und das ist nicht akzeptabel. So, worauf trinken wir? Ich glaube, unsere Camilla hatte noch nicht die Gelegenheit dazu. Auf meinen Vater. Ich hörte, er war ein großer Mann. Wir werden seinen Tod rächen. Ah, das ist der gute Stoff. Noch einen? Mein Becher ist leer und ich finde diese Frage beleidigend. Ich entschuldige mich. Ich werde euch nie wieder beleidigen. Noch einen! Lasst es nicht versiegen!
Ui, aber einen großen Kelch gebracht. Und dann sagte ich, naja, was sagt man da? Natürlich habe ich gefragt, ist das wirklich eine Ziege oder eine besonders erbärmliche Zeltstange? Okay. Cäsar. Ach, das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, die er immer erzählt, wenn er zu viel Wein getrunken hat, und jedes Mal wird sie nicht besser. Aber vielleicht ist unsere Camilla mittlerweile auch in entsprechender Stimmung. Was noch? Das ist wirklich witzig. Das ist es. Das ist es. Ich muss immer noch lachen. Wisst ihr, was man in Afrika sagt? Wein macht, dass die Seele aus euch herauskommt. Ihr seid schwer in Ordnung, mein Freund. Schwer in Ordnung. Danke, ihr seid auch nicht völlig übel. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Freundschaften aus dem Krieg haben nicht immer in Friedenszeiten Bestand. Ihr seid viel gereist, nicht wahr? Lass uns nochmal über den Wein sprechen. Dieser Wein ist wirklich gut. Marcellus Vipsanius ist der Beste. Manche sagen, er würde selbst an den Rezepten des legendären Mago arbeiten. Andere behaupten, er würde seinen Wein aus Karthago herschmuggeln. Zweiteres ist wahrscheinlich richtig. Ihr seid viel gereist, nicht wahr? Ich habe den Überblick verloren. Ich bin auf so vielen verschiedenen Arten von Erde herumgelaufen, hab so viele Gesichter gesehen, so viele Herzen gebrochen. Habt ihr je darüber nachgedacht, euch irgendwo zur Ruhe zu setzen? Eine amüsante Idee. Soll ich mir auch eine Frau suchen und ein paar Rotzgören machen? Ein paar winzige Kopien von euch, die durch die Gegend rennen, klingt doch gut. Für mich nicht. Ich habe das Herz eines Abenteurers. Und ein Abenteurer findet nie Ruhe. Sicher. Das Leben ist voller Schmerz und Elend, aber auch voll von Schönheit und von Wundern. Das Erste muss man ertragen und für das Zweite leben. Es gibt noch so viel zu erleben. Für Menschen wie uns ist sich niederzulassen wie der Tod. Etwas, was man sich nicht wünscht oder erwartet. Noch ein Krug, Domini. Das wäre dann alles, Serva. Eigentlich wollte ich mit euch reden, Domine. Könnten wir vielleicht woanders reden, unter vier Augen? Lucia, schon in Ordnung. Ich wollte sowieso gerade gehen. Sieht so aus, als würde eure hübsche Visage weiterhin Frauen anziehen. Na, ich denke aber, unsere Camilla ist empathischer und hört hier in der Stimme der Dame, dass irgendwas nicht stimmt. Na gut, wir können das aber nicht anpassen, aber also kann ich entsprechend antworten. Lass uns allein, Server. Wir haben heute Nacht keinen Bedarf an euren Diensten. Nein, ist schon in Ordnung. Ich wollte so gerade gehen. Ich glaube, das ist der richtige Augenblick. Ich aber nicht. Und ich habe keine Lust, mit dieser Server irgendwo hinzugehen. Sprecht, Frau. Was wollt ihr? Ich glaube, ich bekomme ein Kind. Boah, schwierig. Irgendein Dienstmädchen spricht uns hier an und, finde ich, sehr schroff geantwortet. Lasst mich raten, ihr braucht Geld genauso und Schweigen. Schweigen finde ich in der Situation auch nicht schön. Ich denke, sie soll uns lieber noch mal etwas mehr erzählen. Und? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sprecht offen! Ihr seid der Vater meines Kindes. Meines künftigen Kindes. Erinnert ihr euch nicht an mich, Aquilinus? Ach, mein Was? Gott. Ist das wahr, Cäsu? Ich weiß es nicht. Ich habe diese Frau noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Ihr habt mir gesagt, dass ihr euch danach nicht erinnern würdet. Und in gewisser Weise habe ich das respektiert. Aber jetzt brauche ich eure Hilfe.
Marcellus Vipsanius mag es nicht, wenn seine Mädchen schwanger werden. Er ist ein grausamer Mann. Ich erinnere mich, wie freundlich ihr zu mir wart. Mein Kind verdient etwas Besseres. Unser Kind. Selbst wenn ihr mit mir nichts zu tun haben wollt. Ich will, dass unser Kind sicher ist und nicht in diesem Drecksloch aufwächst. Werdet ihr mich retten? Uiuiui. Und mit diesem Vipsanius haben wir uns gerade noch es verscherzt. Woher sollen wir denn wissen, dass es euer Kind ist? Wir könnten sie kaufen, wenn ihr das wollt, oder das ist eine Angelegenheit, um die sich die Zensoren kümmern müssen. Ja, ich denke, hier kommen aber die Gefühle und die Empathie auch unserer Camilla durch. Zu dieser Frau, die hier ziemlich verzweifelt zu sein scheint. Aber sie ihm abzukaufen, nachdem wir ihm den Wein nicht verkauft haben. Diese Frage müsst ihr Caeso stellen, aber nicht Camilla. Könnten sie kaufen, wenn ihr das wollt. Das stimmt. Vielleicht sollten wir die Zensoren informieren. Nicht die Gäste belästigen, Lucia. Diese Krüge bewegen sich nicht von selber. Helft mir! Bitte! Schneller, Server! Diese Nacht hat sich anders entwickelt als erwartet. Ich entschuldige mich. Plötzlich klingt er auch wieder nüchtern. Ihr erinnert euch wirklich nicht? Das tue ich nicht. Aber ich neige dazu, Dinge zu vergessen, wenn ich betrunken bin. Trotzdem finde ich es schwer zu glauben, dass ich die Mutter meines eigenen Kindes vergessen würde. Und eben haben wir noch über Rotznasen gesprochen. Glaubt ihr, sie sagt die Wahrheit? Vielleicht. Nicht ganz. In solchen Fällen wünschte ich, Kalida wäre hier. Diese Frau hat ein Talent dafür, Lügen zu erkennen. Ich finde, ihr solltet euch da raushalten. Das werden wir jetzt nicht sagen. Was werdet ihr tun? Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Ich muss nachdenken. Lass es mich bitte wissen, wenn ich irgendwie helfen kann. Hab Dank, mein Freund. Das bedeutet mir viel. Ihr solltet gehen. Ich muss jetzt wirklich dringend nachdenken. Ach Mensch, das tut mir ja fast leid hier für unseren Caeso. Dieser Abend, der anfänglich noch so schön war, hatte sich dann doch ganz anders entwickelt. Aber jetzt haben Sein wir... Sein eigener Bruder hat ihn umgebracht. Ja. Er hat es vor dem Senat zugegeben. Es ist ein Skandal. Und er war auch noch Senator. Was für eine Art Mann bringt ein Mitglied seiner eigenen Familie um? Ich finde ja, es war mutig. Diesen Patriziern ist ihre Familie immer wichtiger als die Leute, denen sie eigentlich dienen sollten. Die meisten von denen sind korrupt. Ich schätze, es ist erfrischend, einen Mann zu sehen, der im Kampf gegen die Korruption bereit ist, so viel zu opfern. Offensichtlich, also das Loco vom Senat jetzt eine echte Heldentat offensichtlich in der Wahrnehmung der Leute begangen. Ob sie wirklich so heldenhaft war, denke ich, werden wir ja herausfinden. Wir haben aber noch einige Aufgaben hier in Rom zu erledigen, während so langsam wieder hier die Sonne aufgeht, während hier immer noch gegessen und getrunken wird. Um diese Aufgaben kümmern wir uns dann aber in der nächsten Folge, in der nächsten Staffel. Übermorgen geht es schon weiter, wie gewohnt, 16 Uhr. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.